Jetzt kommt die Schwäbische Sprechstund mit Wilhelm König, präsentiert von der Volksbank Reutlingen, seit 150 Jahren in der Region. Bene, Buffet, Grombierer, zu drei, Servus, Schwäbische Sprechstund mit Wilhelm König. Grüß Gott, herzlich willkommen zur Schwäbischen Sprechstund. Der heutige Begriff Streu. Schläge sind gemeint, hauptsächlich Schläge bekommen. Es geht oder es besser, hat's geht, die Redensart. Wenn jemand noch bevor ihn ein Stück oder Hand trifft, jammert, nur seit wird der schreit, schau fort, ist Streu. Ein vielfältiger Begriff im Schwäbischen, aber auch im Deutschen allgemein. Geschrieben wird es im Wörterbuch als Streich. Und da fällt einem ja die Redensart 7 auf einen Streich ein. Und ein Baum, der mit der Axt gefällt werden soll, fällt auch nicht mit dem ersten Streich. Wer mit einer Sache zurechtkommt, kommt damit Streich. Eine zweite Redensart, Streukrieger wie Hupperte, spielt wieder in der Kindheit. Ich will es einmal so erklären, als Kinder sei man in Wald oder ein Bach und habe uns Pfeife aus Esche gemacht. Im Frühjahr, wenn der Saft steigt, dann geht auch die Rinde leichter vom Holz. Das Stickle, das man gebraucht hat, haben wir uns an den Schenkel gelegt, mit dem Griff vom Messer, das man eben im Hosensack mitgeführt hat, so lang auf das Stickle geschlagen, kauert, bis sich die Rinde gelöst hat. Eben für die Hupperte. So die mundartige Bezeichnung wird Pfeife oder Flöte heißt es im Wörterbuch. Endlos im Schwäbischen. Es braucht natürlich noch mehr, bis aus der Pfeife oder Flöte ein Ton herauskommt. Und zu allem hat man Sackmesser gebraucht. Soll ja nicht mehr sagen, die Hupperte gäbe es bloß im Schwäbischen. Denn Frage war, ist nur die Hupe? Das akustische Warnsignal der Kraftfahrzeuge? Schallnachahmendes Instrument? Es wird halt anders geschrieben und ausgesprochen. Aber wenn es laut ist, tut es auch weh. Da schreist du noch aufheirer. Und nächstes Mal in der Schwäbischen Sprechstund. Schlotzer. Das war die Schwäbische Sprechstund mit Wilhelm König. Präsentiert von der Volksbank Reutlingen. Seit 150 Jahren in der Region.